Seifenstein, wer kommt denn als Nächster? Majestät, zu uns kommt jetzt ein Weltstar, ein Virtuose von internationalem Format. Aha. David Garrett. Außergewöhnlicher Pinguin, das ist ein Pinguin, der eine Pinguin-Schneekugel auf den Pinguin drauf hat. Also offenbar ist der eine ein Musiker, weil er sein Instrument versoffen hat. Und der andere ist schon ein Hefen, weil er nicht einmal das mehr gehabt hat, um das zu bezahlen. Das ist ein Sinnbild. Sinnbild. Gerrit! Eure Majestät? Der spricht ja Deutsch. Sehr gut sogar. Also, ist ein deutscher Seifenstein? Deutsch? Ah, je, alle bei der Seife. Vielen herzlichen Dank. Alle bei dasselbe Theater. Wenn einer mal da sitzt, der nicht ausschaut wie eine Kuh von hinten, kommt sie gerannt. Prost, Gerrit. Eure Majestät. Also er ist großes ein deutscher Seifenstein? Vollkommen korrekt. Nun, Herr Gerrit hat einen deutschen Vater und ist in Deutschland aufgewachsen, nahm aber den Mädchennamen seiner amerikanischen Mutter an. Aha. Ist David also ein Mädchenname in Amerika? Nein, nicht, dass ich wüsste. Garrett ist der Name, wie gesagt, von meiner amerikanischen Mutter. Der Name meines Vaters ist Bongartz. Das ist so ein wunderschöner Name, Bongartz. Da hätten Sie nicht einmal Geigen lernen müssen, da hätten Sie Spengler in der Steiermark werden können. Absolut, absolut. Nun war es so, dass mein Herr Papa gedacht hat, dass wohl Bongartz auf dem internationalen Parkett etwas schwieriger auszusprechen ist. Ja. Somit haben sich meine Eltern darauf geeinigt, den Namen Garrett mir mit 5 Jahren schon zu geben. Aha, ausgezeichnet. Sehr ambitioniert. Aber er spricht sehr gut Deutsch für einen Deutschen. Ich höre das oft. Bravo. Aber, Eure Majestät. Ich hab schon befürchtet, dass ich deutsches Deutsch mit ihm reden muss. Ich bin Robert Heinrich der Erstigste. Ich habe mich natürlich jahrelang auf dieses Treffen vorbereitet. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und mir war das sehr wichtig, in eurer Präsenz zu glänzen. Aha. Stimmt, das Seifenstein. Ein gewisser Ehrgeiz ist wohl gegeben, denn Herr Gerrit begann schon mit 4 Jahren die Geige zu spielen. Er übte unzählige Male und er hat auch einiges geleistet, Majestät. Aha, was zum Beispiel? Nun, zum Beispiel hat der kaiserliche Geheimnis herausgefunden, dass Herr Gerrit den Hummelflug von Rimski-Korsakow sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde gebracht hat. Bei einem Auftritt in einer britischen Fernsehshow spielte er das Stück fehlerfrei in 66,56 Sekunden. Das sind 13 Noten pro Sekunde. Na, servus. Also, wenn er die Hummel spielen kann, kann er irgendwelche anderen Viecher auch machen? Naja, eher nicht. Also, ich versuche die Geige. Katze? Katze? Ja, wie macht eine Katze? Miau. Ist ein bisschen grässlich, oder? Nein, das ist eine Katze, die man einschläfert, glaube ich. Ich weiß. Ich hatte nie eine Katze als Kind. Daran wirklich nicht? Keine Viecher? Keine Viecher, nein. Es gab Kühe auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, machen wir mal eine Kuh. Ja. Ja. Ein
eine sehr traurige Kuh. Ne? Ja. Es war alle, die warst du jetzt war gleich halt in Deutschland, nicht in Österreich. Ja, dann natürlich. Wer waren denn seine Vorbilder? Ann-Sophie Mutter, ja. Nigel Kennedy vielleicht? Unter anderem auch Ann-Sophie Mutter natürlich, weil gerade als klassische Künstlerin, das war schon sie gerade großartig. Ist großartig, ja. Aber natürlich Brandenburger auch Konzerte, Wahnsinn. Wahnsinn. Und natürlich die alte Schule von Mielstein, Heifetz, ja. Kreisler, ganz berühmter österreichischer Geiger, der mir sehr am Herzen liegt. Ja, mir auch. Ja. Ja, großartig. Hat er was vorbereitet? Will er für uns ein bisschen was spielen? Also wenn Majestät das hören möchte, dann gerne. Majestät, ich habe mir überlegt, wir sind ja noch im tiefsten Winter, insofern aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi ein Stück aus dem Winter. Na? So gut war er auch wieder. Haben wir vielleicht ein Material, dass wir sehen können, wie der gespielt hat, das Kind? Wie der junge David Garrett spielt. No? Selbstverständlich, Eure Majestät. Hofbildstelle, bitte. Wie alt war er da? Da war ich sieben Jahre alt. Wirklich? Also da, Kinderarbeit? Heutzutage ja. Ja? Allerdings, die klassische Welt nimmt das nicht ganz so genau. Die sind da etwas flexibel, was Kinderarbeit angeht. Aha. Ja, ja. Das und, war schon mit Mozart der Fall. Ja, und war es bei seinen Eltern auch so wie bei Mozart seinen Eltern, dass der davor da? Unter anderem, aber ich gebe zu, dass das natürlich eine gewisse Normalität leider auch in diesem Bereich hat. Also das gab es von allen Seiten um mich herum, auch bei den anderen Eltern. Wo wohnt er denn überhaupt? Ich wohne in Berlin, in New York. Und ich habe ein ganz kleines Domizil auch in Spanien, um ein bisschen Sonne zu tanken in der Winterzeit. Nach der letzten Fußball-WM nach Spanien, der hätte jetzt längere Zeit nicht vor. Ich bin Gott sei Dank nicht ganz so fußballaffin. Und die Spanier haben ja noch ganz andere Qualitäten außerhalb des Fußballs. Insofern. Ja, schon. Ja. New York ist es? In New York ist er zu Hause? Ist zu Hause, dort studiert mit einem großen Geiger, amerikanischen, israelischen Geiger Itzhak Perlman. Es war eine große Ehre für mich, da mit 19 Jahren eingeladen zu werden, da vier Jahre zu lernen. Und das Pendeln, das muss ja Wahnsinn sein. Ist es wirklich. Und mittlerweile, wenn man so in die Jahre kommt, das ist echt dann anstrengender. Also mit 20 bin ich noch um die Häuser gezogen in New York. Was heißt in die Jahre kommt? Wie alt ist er denn ich überhaupt? Ich bin 42. Ich habe gesagt, 28 hätten wir gesagt. Ich habe versucht, mich mit Alkohol gut zu konservieren, aber es sind 42. Ja, fast so alt wie sein Geigen erst. Die ist noch ein Stück weit älter, die ist von 1734. Was ist das, Del Gesù, Stradivari? Das ist Del Gesù. Del Gesù, ja. Eine von noch 188 existierenden. Das ist also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ja. Ich habe die große Ehre gehabt, so ein Instrument jetzt vor einem halben Jahr zu erwerben in Paris. Was kostet sowas? Diese Geige war verhältnismäßig günstig mit 3,5 Millionen Euro. Und
Das Verrückte daran ist, ich habe das ehrlich gemeint, normalerweise gehen die Instrumente so bei 8-9 Millionen los. Und ich habe da großes Glück gehabt. Na ja, lassen Sie es halt da. Aber sei verstanden, was meinen Sie? Das ist ja kein richtiger Geigen. Das ist ja viel zu klein. Stellen Sie mal auf, Sie sind sehr groß. Wie groß sind denn Sie? Sie sind ja fast so groß wie wir. Ich bin gemessen 1,90. 1,90? Ja, gut. Das meine Freundin sagt, wenn ich gerade stehe, noch 1,91. Aber ich mache dann immer so den Handybuckel so ein bisschen in letzter Zeit. Ja. Ja, die Deutschen dienen halt so gern, das haben wir Österreicher. Sie folgen einem nicht mehr so wie früher. Wir haben auch eine Geigen, aber unsere Geigen ist eine Geigen, Seifenstein. Lass uns unsere Geigen bringen. Ha? Sehr gerne, Majestät. Vormärz, Biedermeier. Das ist eine Geigen. Und die hat er nur ein paar Hunderter gekostet. Ne? Kann er sowas auch spielen? Ich? Nein. Ich, echt nicht? Nein. Na, probieren Sie mal. Na. Echt nicht? Nein. Also, ich spiele gerne. Eure Majestät. Es wäre mir eine Ehre, zusammen mit Ihnen was zu machen. Ich spiele auf meinem Instrument und Sie spielen auf Ihrer österreichischen Geige. Und ich habe überlegt, vielleicht etwas Wienerisches von Fritz Kreisler. Ja, warum nicht? Liebesleid. Ja. Kennen Sie sicher alle. Ja. Also, wenn Sie die Free-Jazz-Version nicht kennen, kann man nicht miteinander spielen. Nicht? Sie war mir etwas unbekannt. Ja. Na, lernen Sie das bis zum nächsten Mal. Ich werde mir größte Mühe geben, da mein Repertoire etwas zu erweitern. Ja, vielleicht funktioniert es dann auch. Wir arbeiten dran. Kommt er nach Österreich auch mit irgendwelchen Tourneedaten? Können wir für irgendwas Werbung machen? Wien, Graz, Bregenz und Linz. Die wunderschönsten Städte, die wir haben. Wunderbar. Alle Städte in Österreich sind wunderschön. Ja, dann vielen Dank, dass er da war. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Immer.